da bin ich mal wieder. Und zwar inmitten der Corona-Krise. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa. Und ja, ich wollte heute einfach mal den Kopf frei kriegen, weil man so viel hört im Radio oder man liest es in den sozialen Netzwerken, ob es nun Gerüchte sind oder gut gemeinte Ratschläge oder Fakten, was die Politik in anderen Ländern betrifft. Egal, all diese Informationen, die sind aktuell wie so eine Flutwelle, die auf einen hereinstößt oder reinprasselt, ich weiß auch nicht. Und es kommt der Moment, also bei mir ist der heute gekommen, wo mir das zu viel ist. Und deshalb bin ich einfach draußen im Wald. Ich bin einfach draußen im Wald, laufe eine Runde und ja, das hilft hoffentlich. Das hilft mir hoffentlich. Ja, kommt einfach ein bisschen mit. Schaut euch an, wo ich so lang laufe. Vielleicht gefällt es euch ja. So, ein abschließender Gedanke. Und zwar, ich weiß noch damals, als ich bei der Bundeswehr war, Grundwehrdienst, da war ich doch mit einigen Leuten zusammen in einer Kompanie, in einer Einheit, von denen ich nicht geglaubt hätte, dass sie lesen können. Und soll gar nicht abwertend klingen, aber es war so. Und wir hatten so viel Zeit zwischendrin, wir waren im Sicherungsdienst, wir hatten so viel Zeit zwischendrin, dass selbst diese Leute angefangen haben zu lesen. Obwohl ich mir nie vorstellen hätte können, dass sie das tun. Und heute hier im Wald sind so viele Menschen, die extrem danach aussehen, dass sie eigentlich nie rausgehen und vor allem nicht in den Wald gehen würden, weil hier kann man nichts einkaufen. So viele Menschen also, dass auch das mich verwundert. Und mein Fazit ist, in beiden Fällen hat es mit Sicherheit auch sehr positive Wirkungen auf diese Menschen gehabt und hat es noch. Und deshalb freue ich mich, wie gesagt, umso mehr, wenn die Menschen rauskommen, den Kopf frei kriegen und dann wieder ins Social Distancing gehen und sich strikt an die Regeln halten, sodass wir dieses verkackte Virus in den Griff bekommen. Und in diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund, bis demnächst.